Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Oh, beim letzten Mal haben wir eine kleine Baustelle angefangen. Da vorne, wo kann man die hier sehen? Ah, ja, so natürlich nicht. Nein, kann man nicht. Aber hier nebenan. Naja, diesen kleinen Bahnhof da. Ja, da sieht man das. Ich will mir jetzt gleich mal das Inventar vollpacken mit Ziegelsteinen. Ah, und noch was anderem. Was ist das denn hier? Ich habe mir hier eine neue Kiste gemacht, weil ich hier oben zwei Tonkisten hingemacht habe. Das ist nämlich zu viel geworden mit dem Ton. Ich habe ja letztes Mal noch alles weggeräumt hier nach der Aufnahme. Ja, das lassen wir mal. Und ja, da fiel eben doch noch ein bisschen viel Ton an. So viel dazu. Jetzt brauchen wir Glattsteinsachen. Und zwar diese hier. Und dann noch... Schauen wir uns mal an, wie das mit dem ist. Ja, so viel brauchen wir nicht. Das genügt. So, dann brauche ich noch Türen. Ich habe mir nämlich Gedanken dazu gemacht, wie der kleine Bahnhof aussehen soll. Machen wir da so normale Türen hin? Hm. Birkenholztüren? Ah, doch, wieso? Na, nee. Die auch nicht. Nee, das passt nicht. Nee, wir nehmen normale Türen hier. Ja, das ist ein bisschen viel. Gut, jetzt machen wir erstmal damit was. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr, weil es ja schon wieder dunkel wird. Habe ich eigentlich da so einen Wegpunkt hingemacht? Ja, habe ich. In weiser Voraussicht habe ich da einen Wegpunkt hingemacht. Okay. Also das sieht schon mal so ganz gut aus, aber es muss doch noch anders werden. Ich stelle mir jetzt da auch mal ein Bett hin. Hier da unter dem Pilz stelle ich das mal hin. So, da kann ich mich dann hinlegen, wenn es ganz dunkel geworden ist. Also ich will das hier ein bisschen anders machen. Das soll so nicht sein. Das heißt aber, wir... Ja, ich lasse es mal da zur Orientierung. So, das mit den zwei Türen ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Hier ein bisschen Platz lassen. Zwei, ja, das ist auch okay. So, der muss weg. Das Ganze muss nämlich weiter nach hinten versetzt werden. So, das kommt auch weg. Jetzt haben wir da noch eine Tür. Nee, das soll... Ah doch, oder? Ja, das ist da. So, dann kommt das hier weg. Und dann machen wir... Ja, das auch, genau. Ah ja, jetzt brauche ich diese Platten hier. So, als Eingangsbereich. Der ganze Bahnhof soll nämlich so eine Stufe höher gelegt sein. Machen wir dann da... ich gehe mal ins Bett. Ja, doch, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut hier so, diesen Bruchstein zu nehmen. Und da oben drauf dann... ja. Ich hol mal eben Bruchstein. Oder nehmen wir Ziegel... hier. Oh ja, doch, Ziegel. Glattsteinziegel wäre aber auch ganz gut. Ja, doch. Hm, ja, das gefällt mir besser. Wir probieren es mal damit. Da... So, ich fange mal hier an. Jetzt brauchen wir Glattsteinziegel. Ja, das ist das. Das glaube ich ist besser. So, das dürfte sich ja sonst nicht geändert haben. Und jetzt gibt es hier eine Mitte. Oh, das müssen wir aber da machen. Ja, wir brauchen ja aber den Boden auch noch. Der Boden soll. Auch so werden. Ach ja, aber da vorne... Ja, stimmt. So. Wie war das jetzt hier? Nee, da noch nicht. Das ist zu viel. Oder? Ja, Moment mal. Ich muss mal schauen. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Also ich mache jetzt mal erstmal das hier wieder weg. Also ich habe eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll, aber eben noch nicht genau. So.
Dann ziehen wir das hier mal weiter. Ne, nicht so hoch. Und da haben wir das auch schon. Ja, okay. Der soll mal weg hier. Dann soll er hier erstmal... So, der Eingang hin. Das am Boden kommt wieder weg hier. Dann ja, genau so. Nee, eben das nicht. So. Ach so, ja, noch weiter, genau. Hier, so. Mhm. Auf dem Boden soll dann das hier. Das soll ja erstmal diese Vorhalle werden hier. Ja, genau. Der wird natürlich jetzt doch viel größer als gedacht, aber das ist mir jetzt egal. So soll es dann eben sein. Ich packe mal die Türen gleich rein. Die setzen wir... Ah, die setzen wir dann innen hin. So, ich mache eben mal die Musik ein bisschen leiser. So, genau. Nee, das glaube ich passt nicht, oder? Nee, die müssen doch nach außen. Moment, so mit der Axt. Ja, mit der Axt, genau. Hm, das gefällt mir nicht. Ja, genau, so. Also in die Hälfte, wo ich hinklicke... Na, so. Da soll auch das Scharnier dann hin. Ja, genau so. Mhm. Aber da muss der Platz vorne, der muss noch ein bisschen größer werden. Auch das dann noch. Da muss aber auch die Treppe noch breiter werden. Ja, genau. Wie sieht das? Ja, ich mache das erstmal so. So, und da auch noch. Ich glaube, das wird doch ein bisschen zu groß. So, hier das da. Da und da. So. Und innen dann nochmal eine Tür. Nee, das machen wir ein bisschen enger. Ja, das ist zu viel. Das wieder weg. Und hier, zweier Breite, genau. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Jetzt muss das ja erstmal wieder weg hier. Wie machen wir den... Ja, doch, der Boden da, der ist ja schon festgelegt. Das machen wir auf diese Weise. Jetzt muss ich da... Es ist eine komische Art und Weise zu bauen, aber irgendwie muss es ja sein. Okay, so. Ja, was haben wir hier noch? Ja, das kann ich auch mal machen. Da weiter. Das sieht man ja von unten dann. Also ich muss das eben auch da machen und dann die Mauer draufbauen. Aber man sieht das ja von unten. Das wird ja von unten an der Decke. Denn es soll ja noch ein Keller dazu. Ja, das ist ein bisschen klein hier. Nee, das müssen wir doch noch größer machen. Ja, der da kann weg. Oder soll sogar. So, dann ziehen wir das hier da weiter. Der kommt erstmal weg hier. Okay. Und von der Seite wieder kleiner machen hier. Also die Mauer weg, aber der Raum wird größer natürlich.
ja, so sieht das als Vorraum. Ja, das ist viel besser. Mhm. Genau. Okay, so viel dazu. Da ist ja richtig viel Platz. Ja gut, dann da wird das eben dann noch etwas breiter. Ja, die kann ich mal offen lassen hier. Aber was wird denn hier gemacht? Hier kommt gar nichts hin. Hier, oder zumindest das hier, das soll erstmal wieder weg. Und dann muss ich auch hier das dann neu machen. Ja, genau so. So, da soll man auch von der Seite aus drankommen. Und dann geht das hier weiter mit der Mauer. Das wird ja richtig groß, aber okay, gut. Ja, so soll es sein. Und da und da stehe ich im Weg. Da und da. So, dann muss da noch Boden hin. Ja, okay. Es wird aber um einiges nach hinten versetzt. Aber ja, gut, na, ist ja egal. So, wie geht's hier weiter? Hier muss ich dann diese Mauer ziehen. So, ist jetzt das hier schon groß genug? Nein, ist es nicht. Drei, das machen wir noch eins größer. Vier dürfte aber dann genügen. Ja, das ist zu viel. Und da soll ja dann der Ziegel drauf. Ja, okay. Mhm. Und das müssen wir natürlich auch eins größer machen. So, und das alles weg hier. Nein, mit dem richtigen Werkzeug natürlich. So. Geh doch dahin. Nee, das soll doch da nicht. Das sieht man doch von unten. Nee, der muss weg. So, ich muss mich gleich wieder ins Bett legen, aber das macht nichts. Kann ja morgen weiterbauen. Und dann, ja genau, hier, so genau. Diese fließende. Die müsste es auch farbig geben, aber leider ist das dann auch so eine glatte Fläche, denn diese Fugen da hier, das gefällt mir nämlich schon sehr gut. Ich gehe mal ins Bett. Ah ne, ich kann noch nicht. Na gut, dann warte ich eben noch. Ja, ich kann hier noch ein bisschen machen. Na, da war wieder einer zu viel. So, und erstmal so rum. Der wieder weg. So, jetzt kann ich ins Bett gehen. Bei Helligkeit ist mir das doch lieber. Was? Wieso? Noch? Jetzt aber. Okay. Okay, Mensch, ich habe doch gerade was getrunken. Ich lasse das mal so. Und ziehe jetzt mal mit den Ziegeln da eine Mauer rum. Oh Mann, ey, was baue ich denn da zusammen? So, aber dann kommt auch hier ein Fenster hin. Aber das ist ein bisschen groß. Okay, das machen wir nicht. Das machen wir schon, aber hier so. Hier kommt dann ein Fenster hin. Na, zu hoch. So, der kann auch weg hier. Okay, so. Das wird also ein hohes Fenster natürlich. So mit zweier Höhe. Und dann kann da schon das nächste hin eigentlich.
weiß gar nicht mehr, wie das geplant war. Das werden wir gleich sehen. Also ich kann auf jeden Fall mal hier oben schon mal... Ach so, wie soll das denn sein hier? So, wir müssen ja hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Um den Keller kümmere ich mich dann nachher. Ja gut, wir schaffen uns erstmal hier Boden. Oh Mann, war das Chaos. Das kann ich aber später dann wieder wegmachen. So, wenn wir dann den Keller ausbauen. Jetzt mache ich erstmal da alles zu. Oh je, da ist ja auch noch so viel. So und so. Nee, komm jetzt hier. So. So, okay. So lasse ich es erstmal. Aber das sieht schon mal ganz gut aus hier. Dann haben wir da einen Raum, da, dort daneben auch. Und der Raum hier könnte von der Breite her schon passen.